So, die Sally, die will erstmal hier spielen. Genau, weil hier ist ja so ein Teppich und den habe ich schon in einem Video gezeigt. Das ist einfach so cool. Das habe ich ausgesucht, weil ich sollte mitkommen an dem Tag. Und deswegen, ja, wir haben einen neuen Boden. Deswegen, ich hoffe, das ist voll cool. Hier ist so dunkel und hier. Das ist so gemischt halt. Ja. Deswegen, also die Sally, die wir jetzt hier spielen, auf dem Spielteppich ist das jetzt hier. So, ja. Also ich habe mir dann vorhin so eine Spielfrisur gemacht. Mit dem Zopf. Einfach so eine Frisur schnell reingemacht. Ja, ich hätte jetzt so eine Spielfrisur rein, sag ich mal. So zum Spielen, weil damit ihre Haare nicht im Weg sind oder so. Ja, dann hat sie immer noch das an. Und hier ist noch kein Spielzeug. Ich hole dann noch Spielzeug. Und ich wollte euch ja dann noch Lias Look zeigen, weil es war noch nicht fertig. Ich habe ihr das noch ganz angezogen und dann habe ich ihr noch ein Schnuller rausgesucht. Das wollte ich euch dann noch zeigen, gleich, wenn ich in mein Zimmer gehe und dann hole ich für die Sally noch Spielsachen. Und die Lia, die spielt dann auch mit. So, ich bin jetzt in mein Zimmer angekommen und ich wollte euch den Look zeigen. Also sie ist gerade hier auf meinem Stuhl, die habe ich nämlich vorhin da hingelegt. Also sie hat jetzt diesen Strampler an, diesen Sommerstrampler, sage ich so mal. Und diesen Stoff hier. Und dann dieses cute, dieses voll süße Frosch mit so einer Krone. Ja. Hier sind auch die Träger und so. Und hier ist das kurzärmliche Tier, das habe ich hier wirklich angezogen, das ist mit Lauerburg, oder wie man das ausspricht. Ja. Und dann hat sie von mir noch diesen süßen Schnuller gekriegt. Ich habe ein bisschen rumprobiert, aber den habe ich dann ihr wieder mal aufgesetzt. Also sie trägt wieder mal Schnuller. Aber eigentlich, ich finde Schnuller schon süß, aber ich will das jetzt mal. Oh, ist süß auskommen. Ich setze hier mal kurz ans Fenster. So, jetzt kann man so richtig süß sitzen sehen. Ja, die ist so süß. Ich kann es wirklich empfehlen. Von der Marke Nanny singen, der sich das Wort. Oh mein Kleiner. Und ich wollte noch sagen, dass sie jetzt 10 Monate alt ist im Mai. Also es ist ja Mai und sie ist 10 Monate alt, meine kleine süße Maus. Ja. Die kleine Maus ist schon 10 Monate alt. Ich habe sie schon 10 Monate und am 1.8. hat sie dann Geburtstag. Und da wird sie ein Jahr alt und oh, das wird so cool. Dann kaufe ich ihr dann noch was. Also es ist ja ein Sommerferien. Irgendwie, da haben wir noch eine Woche Schule, haben wir mal gesagt. Ja, auf jeden Fall. Zu der Frage. Ja, ich feiere Lias Geburtstag. Am 1.8. da wird sie ein Jahr alt und am 8.5. habe ich ja Geburtstag und da hoffe ich, ich kriege von meinem Papa so einen Kinderwagen, den ich mir wünsche. Und ja, dann kann ich mit ihr so fahren und ich finde das sehr direkt einen Kinderwagen. Dann mache ich euch Spaziervideos. Deshalb ich dann auch voll cool und Spaß machen. Genau, und dann werde ich Lias Geburtstag feiern in Sommerferien und dann wird sie ein Jahr alt. Ein Jahr habe ich sie dann schon, dann wird sie ein Jahr alt. Und da wollte ich euch noch sagen, was wird dann passieren? Das Highlight, Leute, das Highlight. Sie wird dann endlich in die Kita kommen, wie Sally. Ja, weil sie dann ein Jahr alt ist, wird sie dann auch noch bald in die Kita kommen, aber ich weiß noch nicht ganz genau wann. Ich glaube nicht genau an ihren Geburtstag, ne? Aber, ja. Das habe ich ja schon schneller, wenn ich das sehe. Ein bisschen schneller aus, ne? Ne. Dann kommt sie endlich in den Kindergarten. Oh, ich freue mich schon so, wenn ich das endlich machen kann. In den Kindergarten, dann halt geht die kleine Maus. Ne, wie von der Wii Mama die Katy P. Hol ich mal den Deckel drauf. Wie von der Wii Mutti Kitty P. Und Mutti Kitty P grüße ich auch und danke, weil ich sag mal danke für die Mutti Kitty P, weil sie hat mich abonniert und ja, danke, dass du mich abonniert hast. Jetzt 1700 und noch was Abonnenten. Ja, schönes Wetter. Und auf jeden Fall cool, aber ich hoffe, dass sie auch bald wieder neue Videos machen wird. Passt irgendwie richtig gut zu dem Look, finde ich. Ui, ich kann auch schnell das dran kippen. Das ist hier so ein Mund, da ist ein bisschen geöffnet, dann kann man hier
Wir müssen schnell abschneiden. Ich kann den so reinmachen. Nehmen wir? Ich freue mich so, das wird dann sowas Neues, ein neuer Abschnitt in das Leben, sage ich mal. Das wird so richtig cool. Das muss ich noch wegnehmen, aber nicht jetzt. Ja, und dann gehen wir zum Spiel. Hey, den Maus, übst du schon stehen? Hm? Hm? Ich habe sie ihr gerade vorhin Schuhe angezogen von der Sally. Was sind eigentlich von der Sally? So, die Kleinen sind jetzt auch hier. Ja. Sehr schönes Wetter. Ja. Also, ich zeige euch erstmal das Spielzeug. Ich habe dabei hier so ein Diddlemaus und so ein anderes von der Sally. Hier so ein Diddlemaus habe ich. Diddlina oder so. So ein Kuscheltier. Und hier ist so ein Anhänger dran und das ist eben auch von sowas. Das ist so ein Hase oder so. So ein Herz hier drauf. Das habe ich irgendwann mal vom Flohmarkt gekriegt. Das ist so cool. Da steht noch drauf Diddle. Das ist voll cool. Diddle. Kennt ihr das Diddle? Das ist voll süß. Und dann habe ich hier noch sowas. Ja, ich brauche das. Ich brauche irgendwann wieder mal. Ja, ich brauche wohl mal echte Baby-Spielsachen. Dann sind hier die Kleinen. Dann sind hier Lia und Sally. Die sind endlich da. Ja. Also die spielen dann gleich. Spielen ja, ich wollte es zeigen. Das sieht süß. Also, die liegt hier gerade auf dem Teppich. Und da sind die Spielsachen halt. Zeige ich euch hier so, wir gehen mal ins Fenster. Oh, die Sonne scheint schön rein. Ein Baum. Oh, Blätter. Ja. Hier ist dieses Zimmer, das wird jetzt so ein Spielzimmer sein. Und ist voll cool. Mit dem neuen Boden und so. Das ist voll cool. Ich kann mir Spannung für den Boden aufstellen. Ich finde den schön. Hier ist eine blaue Wand. Das ist ja voll cool, wenn ein Baby wäre, aber naja. Ich will eigentlich kein richtiges. Ja. Die Sally hier. Mit ihrem Zopf. Zumindest ist voll der coole Fußboden hier mit so Sternchen. Herz, Sternchen. Und so Punkte. Ja. Hier sie mit den blauen Augen. So ein Zopf. Wie ich nicht weiß, wie das heißt. Hier Säcken. Ja. Spielzeug? Vielleicht hole ich mir mal Babyspielsachen, das kann ich euch dann zeigen. Ja. Hm? So, da könnt ihr jetzt spielen, ne? Ja. Kindern, die dann mal sowas geben. Und die beiden, die spielen dann halt so zusammen und so. Also, Alia und Lia ist das so, dass sie am liebsten mit der Sally spielt. Und bei der Sally ist das eigentlich auch so, dass sie am liebsten mit der Lia dann spielt. Weil, naja, Lia ist schon ein bisschen größer als Tamara oder Lotta, deswegen. Also sie mag auch die Lotta. Also sie mag Lia, meine ich. Ja, aber die anderen mag sie auch. Und irgendwie Lia am meisten. Ne? Da könnt ihr euch ja hinsetzen und ich wollte euch noch zeigen, dass ihr vorhin eigentlich gezeigt habt, dass sie sitzen kann. Ui. Lia, nur wenn ich sie fest hatte. Ui. So. Die Katze. Und ich gucke vielleicht, ob ich noch mehr finde zum Spielen zu tun. Ja. Im Sommer, da können wir auch mit ihnen, mit den Kleinen rausgehen. Da können sie auch draußen spielen, ne? Stimmt's? Ja. So, das könnt ihr mal spielen. Ne? Sitzt hier noch dabei. Pass ein bisschen auf. Ja, ich habe jetzt von meiner Freundin die Kamera, die ist ziemlich gut, finde ich. Die finde ich sehr gut, die Kamera. Ne? Und dann filme ich gerade ruhig. Ja, ich glaube, die Lia kann da nicht alleine sitzen. Ja. Alleine sitzen, oder? Ansonsten müsste ich irgendwas dahinter machen, so ein Kissen. Das ginge auch. Ne?
Spielt zusammen. Also im Sommer, da können wir dann auch auf die Wiese mit der Decke, ne? Draußen spielen. Ja, sie ist ein ganz großer Fan von draußen spielen, auch wenn sie mit. Naja, sie war bei mir. Sie war halt heute schon draußen, aber sie war halt mit mir schon auch schon viele Male draußen, aber trotzdem sie ist ein großer Fan. Ja, auch sie war jetzt nicht so direkt mit der Decke im Sommer draußen, weil ich habe sie am Weihnachten gekriegt, ne, weißt du? Jo. Ja. Genau, das spielen die beiden jetzt mal, ne? Vertragen sich aber auch ganz gut hier, deswegen geht das schon. Ja. Ne? Ich hole noch ein bisschen mehr Spielzeug.